Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Heinz, Glückwunsch zum Sieg. Hier aus der Kabine dröhnte schon Bibi und Tina ganz laut. Wie groß ist die Freude über den Dreier? Ja, heute enorm wichtig. Also waren heute auf jeden Fall Big Points, die wir hier geholt haben. Wir wollten heute 3 Punkte holen. Sind 2-0 in Führung gegangen. Ich glaube, es gibt einfach nochmal Kraft und beflügelt die Mannschaft, weil am Ende oder hinten raus war es dann schon nochmal kräfteraubend, das Spiel. Und also mega happy. Ich glaube, die Jungs gehen gerade gut ab. Und diesen positiven Schwung muss man jetzt mitnehmen aufs nächste Spiel. Ist auch nichts gewonnen. Ja, sehr groß. Wir haben uns jetzt vorgenommen, unsere beiden Heimspiele zu gewinnen. Haben heute den ersten Schritt gemacht. Ich glaube, gerade die erste Halbzeit war auch sehr überzeugend. Haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Zweite, dann mehr oder weniger verwaltet. Ich glaube, auch nichts Großartiges von Köln zugelassen. Wobei wir uns dann natürlich mehr gewünscht hätten oder gern das Dritte, den Deckel endgültig drauf gemacht hätten. Aber ja, wir sind alles in allem sehr, sehr glücklich, die 3 Punkte heute hier behalten zu haben. Ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel reingekommen sind, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, fußballerisch, dass dann Victoria fußballerische Qualitäten besitzt, war uns auch klar, dass die dann Druck machen werden. Aber ich glaube, mit unserer Mentalität haben wir in der zweiten Hälfte sehr gut dagegen gehalten. Man hat aber von Anfang an gesehen, dass ihr unbedingt gewinnen wollt. Ihr habt in der ersten Halbzeit schon richtig Gas gegeben. Ja, also ich habe dem Ele vorm Spiel schon hier drin gesagt, spiel mir die Bälle auch in engen Raum, knall die Dinger mir durch. Und in der Situation hat das auch gemacht, hat mich angespielt. Ich wollte den Ball Richtung Tor mitnehmen mit links und dann mit rechts abschließen. Ich glaube, jemand war noch dran nach dem Schuss. Leicht abgefälscht, aber wer nicht schießt, der trifft auch nicht. Und ich glaube, wie gesagt, zu einer wichtigen Phase ist 1-0 und ist ganz gut gelungen heute. Für Köln ging es um nichts mehr, es war trotzdem kein Spaziergang. Köln hat es euch teilweise recht schwer gemacht, oder? Ja, Köln ist eine gute Mannschaft, spielerisch gut, haben glaube ich auch jetzt eine Serie von 10 Spielen gehabt, wo sie jetzt ungeschlagen waren. Uns war schon klar, was wir hier erwarten oder zu erwarten haben. Deswegen ist die Leistung umso höher einzuschätzen, jetzt gerade nach der englischen Woche, nach den Reisestrapazen, die wir jetzt hatten, dass wir jetzt die englische Woche mit 10 Punkten meinen Job abgeschlossen haben. Das ist aller Ehren wert und ja, ist ein wichtiger Schritt jetzt. Man hat gemerkt, dass ihr in den letzten Wochen ziemlich Körner gelassen habt. In der zweiten Halbzeit habt ihr das ruhiger angelassen, habt ihr Kölner ein bisschen kommen lassen. Wie sicher wart ihr euch, dass die Null wieder steht heute? Ja, ich glaube, sicher kannst du dir nie sein. Ich glaube, dass wir schon gemerkt haben, dass ein paar Spieler sehr, sehr müde waren. Aber ich glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Kader haben. Nicht nur 11 Spieler, sondern 18, 19 Spieler, die einen Anspruch haben, in der ersten Elf zu stehen. Ich glaube, das haben wir heute gesehen, dass wir dann im Laufe des Spiels reagieren können, frische Leute bringen können und dann das Resultat übers Ziel bringen können. In der zweiten Halbzeit standen wir ein bisschen tiefer, haben sie auch mal ein bisschen spielen lassen. Wir wussten, dass wenn sie da im Mittelfeld spielen, das halt noch nicht der gefährliche Bereich ist im Fußball und haben halt versucht, ein bisschen irgendwie Kräfte zu sparen, weil es hinten raus wirklich richtig laufintensiv war. Haben es dann Gott sei Dank gut hinbekommen und standen kompakt, dass nicht allzu viel angebrannt ist. Und die Jungs hinten haben wieder einen super Job gemacht, haben alles rausgehauen und Prollo hinten in der Kiste hat auch den einen oder anderen Ball geholt und sind alle da zur richtigen Zeit. Es war das 4:0-Spiel hintereinander. Der Trainer ist und ihr seid noch ohne Gegentor. Ja, wie kannst du das erklären? Warum ist die Abwehrleistung so konstant? Ach, schwer zu sagen. Ist irgendwie immer so ein komisches Phänomen, so ein Trainerwechsel. Weiß auch nicht, für mich ist es nach wie vor unerklärlich, wie wir so 2 Spiele unter dem alten Trainer abliefern konnten. Wir haben eigentlich nichts großartig anders gemacht. Jeder wollte und irgendwie hat es nicht funktioniert, genauso ist es jetzt. Wir fahren natürlich ein bisschen eine andere Taktik. Wir stehen höher, wir pressen energischer vorne drauf. Aber im Prinzip ist es nicht zu erklären, warum wir jetzt auf einmal die Null halten. Ich sage mal, gerade jetzt im Spiel gegen Ferl haben wir uns auch bei Prollo bedanken müssen, dass es so geblieben ist. Aber grundsätzlich gilt festzuhalten, ich glaube, wir waren oder sind nach wie vor die beste Defensive der Liga. Das ist ganz einfach unsere Basis und auf der müssen wir aufbauen und die müssen wir so beibehalten. Wie wichtig der Sieg heute war, wird beim Blick auf die anderen Ergebnisse deutlich. Ja, ihr könnt nächste Woche schon den Aufstieg klar machen und das im eigenen Stadion. Ja, ist eine sehr schöne Ausgangsposition. So hat man sich das, glaube ich, gewünscht. Nichtsdestotrotz kommt mit Türkgücü auch wieder ein typisches, unangenehmes Drittligateam. Wird wieder kein Spaziergang.
Aber klar, wir haben jetzt alle Trümpfe in der Hand und das wollen wir jetzt nicht mehr abgeben. Wahnsinn, also ich glaube, das ist, wenn es dir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass du hier am vorletzten Spieltag noch zu Hause alles perfekt machen kannst, ich glaube, das würde jeder unterschreiben. Ich glaube, das ist das Ziel von uns allen und ja, jeder weiß, um was es geht und jeder wird da auch nochmal alles reinhauen. Also es wäre ein mega Traum und ich hoffe, das gelingt uns. Wenn man es sich aussuchen kann, zu Hause aufzusteigen, ist natürlich um einiges schöner, vor allem in Dresden. Ich glaube, ich will nicht wissen, was hier los ist. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so leise sein wird wie heute, wenn das nächste Woche über die Bühne gehen sollte. Und ich glaube, es muss unser Ziel sein. So eine Ausgangssituation, ja, die haben wir uns alle gewünscht, dass wir die Möglichkeit jetzt nächste Woche haben, umso schöner. Und ja, ich glaube, jeder, der das nicht als Zusatzmotivation nimmt, lügt sich in irgendeiner Art und Weise auch selber an. Ich glaube, das ist bei uns im Hinterkopf, dass wir das nächste Woche schaffen können und das wollen wir auch schaffen. Viel Glück dabei. Danke.